Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Eternal. Und heute, Leute, habe ich mir mal wieder meinen altbekannten Skin geholt. Hier, ihr seht ihn. Leute, ich hatte den jetzt schon etwas länger gefühlt nicht mehr drin. Aber er ist wieder back, Leute. Deswegen können wir heute ganz getrost weitermachen. Und heute, Leute, werden wir mit... Erstmal habe ich ein bisschen was gebaut. Und zweitens werden wir mit Erebos reden, den wir in der letzten Folge wiedergefunden haben, der bei uns ist und unsere Hilfe braucht, der mittlerweile anscheinend lieb geworden ist. Und Leute, ich werde ihm heute sagen, dass wir ihm helfen werden. So, was ist denn hier für ein Lärm? Kling, kling, ja, was ist denn, Lenny? Weißt du, wo das herkommt? Hallo? Ich muss hier noch ein bisschen ausbauen, die Decke hier auch noch höher machen, Leute. Ich bin noch nicht fertig. Aber eine Kleinigkeit habe ich weitergebaut. Ich war nämlich letzter Zeit ein bisschen mehr unterwegs und so. Und zwar das erste, was hier geschehen ist, ich habe das hier ausgebaut. Leute, als erstes hier diese kleinen Regale, das sind Trankregale, das heißt, wenn wir Getränk haben, können wir die hier reinstellen. Ich habe nämlich mir überlegt, dass ich das hier unten, dass ich hier keinen Abenteuerraum hinmachen werde. Das heißt, ich werde das alles, was hier unten ist, nochmal umbauen. Das hier wird hier bleiben und so. Aber ich werde das alles anders umbauen, dass hier wahrscheinlich unten nur noch das Portal ist. Also ich komme hier runter, dann ist hier nur noch so ein kleiner Portalraum. Weil irgendwie, wir haben doch viel zu viel Platz und ich will es dann doch lieber hier klein halten, damit hier oben mehr sowas hin kann. So wie hier. Hier ist so ein kleiner runder Teppich. Und hier, Leute, das soll unsere Erinnerungsstätte an Minecraft oben sein, beziehungsweise an Minecraft Erebos und alles davorkommende, wo wir die Abenteuer mit unseren Freunden erlebt haben, die wir leider zurückgelassen haben. Das hier ist das Minecraft Umschwert, also das Umschwert. Ich habe das ein bisschen lilaner gemacht und so, damit hier noch dieser Touch von Erebos und sowas reinkommt. Und einfach an Erinnerung an unseren Klon, der vorher böse war, lieb wurde und an all unsere Freunde, genau wie wir ja hier an unsere an Sourcy diese Erinnerung haben, Leute. Ja, das soll das einfach sein. Quasi, dir gefällt das auch, ne? Was mir auch einfiel, Leute, er hatte ja so ein Holzschwert, das heißt, er braucht unbedingt mal ein neues Schwert. Problem ist, leider kann man Blockling keine Mod-Schwerter geben, deswegen werden wir ihm jetzt zwei, beziehungsweise werden wir ihm Dia-Sachen machen. Ich weiß gar nicht, haben wir hier irgendwas? Ja, hier sonst nix. So, deswegen werden wir ihm jetzt einmal ein Diamantschwert machen. Aber wir werden ihm auch eine Diamantspitzhacke machen. Das heißt, wir können demnächst mal mit ihm ein bisschen farmen gehen. So, die können wir da rein. Und ich muss immer noch eine größere Kiste hierfür nehmen. So, Quarzi, ich habe ein paar Geschenke für dich. Oh, Entschuldigung. Hallo. Ich kann nicht auf Quarzi zugreifen. Okay, cool. Verbuggt. Okay. Dann behalte ich das jetzt erstmal für Quarzi. Okay. Einverstanden. Ah, Leute, und unten könnten wir vielleicht den Verzauberungstisch machen. Wenn wir einen haben, aber. Quarzi, du bist echt stur. Komm, wir reden jetzt. Holy! Ich glaube, ich habe unser Problem gefunden. So. Okay. Erebos, ich habe beschlossen, dir helfen zu wollen. Du wolltest mir ja auch sagen, wo ich den Weihnachtsmann finde. Wahrscheinlich ist der Ton kommt ein bisschen laut vor. Sollte ich mal ein bisschen leiser. Gut, ich habe aber auch neue Kopfhörer. Vielleicht nicht sagen. Erebos, ich habe beschlossen, dir zu helfen. Es freut mich, dass du mir endlich Vertrauen schenkst. Aber kommen wir zum Wichtigeren. Meine Schwester Calypso hält den Weihnachtsmann Sophie Professor Einstein gefangen. Calypso. Okay, Leute, es scheint, als werden wir diese Folge noch mit noch so einem celestialen Wesen wie Erebos zu tun haben. Du findest sie, wenn du von deiner Tür aus einfach immerfort gerade läufst. Warte. Calypso hält den Weihnachtsmann Sophie Professor Einstein gefangen. Leute, wir können Professor Einstein einfach wiederfinden. So, du findest sie, wenn du von deiner Tür aus einfach immerfort gerade ausläufst. Pass aber auf, die ist sehr mächtig. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, Leute,
Wir können jetzt auch Einstein retten. Okay, danke, Erebos. Mittlerweile mag ich dich. Okay, wir vertrauen ihm jetzt einfach mal. Wir haben hier Dissens im Bär. So. Leute, wir trauen ihm jetzt einfach mal. Und was zur Hölle ist das für ein Vieh? Was bist du denn? Oh, der Zeug gedroppt, aber es lohnt es. Basic Case Advanced Jeans. Wir sind stärker, cool. Geld und Clubbox. Oh, mir gehen diese komischen Maces richtig auf den Sack. So, Leute, also immer zu geradeaus. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass Erebos recht hat. Wir werden hier schon wieder angegriffen. Vielleicht hätten wir warten sollen, bis es wieder Tag ist. Aber, Leute, Tag kann jeder, Nacht nicht. Aber wir waren doch schon mal im Stream, Leute. Wer erinnert sich? Wir waren da hier doch schon mal total weit lang gelaufen. Wie kann es sein, dass jetzt auf einmal da irgendwie was sein soll? Ist das... Okay, Leute, was ist, wenn das jetzt nur wieder eine Falle von Erebos ist? Ich krieg grad so ein bisschen Angst, ne? Jetzt waren wir hier nicht schon mal die ganze Zeit lang gelaufen? Komm, hi! Gut. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine schon. Okay, Leute, ich hoffe, man kann ihm einfach vertrauen. Bitte. Bitte, Erebos. Bitte, Gott, sei Erebos lieb sein oder so. Bitte. Okay, das ist ein Seepferd. Das ist so ein Meerjungfrauen. Was zur... Okay. Ich glaube, ich hab's gefunden. Oder? Was ist das? Holy... Okay. Wir schleichen uns an. Wenn der Kalypso ist... Da ist Kalypso. Ober. Wie sieht die denn aus? Das ist Einstein und hier der Weihnachtsmann. Okay, okay. Au, au, au. Ah! Hilfe! Ich bin fast tot! Was zur. Was? Bitte was? Wie stark ist die? Okay, Leute. Ich renne da jetzt nochmal hin. Ihr seht wahrscheinlich jetzt eine Zeitraffer oder einen Cut. Okay, Leute. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass Erebos recht hatte. Also, wir können ihn anscheinend trauen. Aber, oh mein Gott. Wie stark ist die denn bitte? Und was macht die hier? Wir landen jetzt auf einem dieser Zelten oder was das ist? Ist ja so dermaßen stark. Und was sie für ein Schwert hat. Okay, unsere Rüstung ist auch schon. Hier ist irgend so eine komische Flüssigkeit. Hier, was ist das? Ein Altar? Sieht aus wie so ein Altar. Und hier von den beiden. Also hier sind noch zwei freie Zellen. Und von diesen Zellen geht hier was hin. Also will die irgendwie was beschwören oder so? Hey, Leute, das sieht echt seltsam aus. Keine Ahnung, was die hier vorhat. Und guck mal, wie die aussieht. Hier ist auf jeden Fall Einstein drin. Da, der Weihnachtsmann. Guckt euch die mal an. Die hat... Okay, die sieht richtig krank aus. Leute, was ist das hier für ein Okay, wir werden sie jetzt besiegen. Holy! Oh mein Gott! Wieso? Wir haben keine Chance. Okay. Wir brauchen eine viel stärkere Ausrüstung. Wie viele Leben hat die? 5 Milliarden? Okay, wir haben sie jetzt nicht wirklich oft gehittet. So. Aber wie viele Leben hat die denn bitte schön? Und wie stark ist die? Wir brauchen eine bessere Rüstung auf jeden Fall. Boah, ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen wollen.
Wir brauchen eine richtig starke Rüstung. Um unsere Freunde zu befreien. Unser Schwert müssen wir unbedingt verzaubern, glaube ich auch. Ich habe keine Ahnung, wie wir die besiegen wollen. Die ist so stark. So unfassbar stark. Haben wir hier irgendwo Zauberbücher? Nee, natürlich nicht. Also wirklich, Leute, ich gehe jetzt mal noch ein bisschen Messer. Mit Glück finden wir ja dort irgendwie was, aber... Oh mein Gott, diese Kalypso ist ja ultra stark. Okay. Jetzt hier. Oh nein, lass mich doch in Ruhe. Ihr blöden Lohn. Die ist ja unendlich stark. Gut, unsere Rüstung ist auch ultra schwach, so, ne? Wenn ihr mal wieder merkt, wie schwach. Und wir haben ultra wenig Leben. Komm, hör auf zu brennen. Och nee, lasst mich doch alle in Ruhe. Was bist du denn? Kätzchen. Oh nee, okay. Böses Kätzchen, hör auf. Aber wie ultra. Wirklich, wir sind two-hit. Two-hit. Also schon fast one-hit. Weil. Och, och nee. Weil. Schlägt uns einmal. Wir haben gerade mal eineinhalb Leben dann noch. Eineinhalb. Davon, dass sie uns einmal hittet. Also, wie stark ist die, bitteschön? Was ist das? Cool, kann man nicht abbauen. Also, wie stark ist die denn bitte? Das ist ja nicht normal. Das ist also alles andere als normal. Wow. Also, so stark wie die. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen. Wir brauchen wirklich eine sehr, sehr starke Rüstung. Ist die Frage, wo kriegen wir eine starke Rüstung her? Leute, ich guck mal, ob wir bis zur nächsten Folge irgendwie einen Plan uns ausdenken können oder so. Oder schreibt mal in die Kommentare, wie wir am besten Kalypso besiegen können. Leute, ich habe echt keine Ahnung. Sie ist so verdammt stark. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, wie wir das schaffen können. Das soll es dann nämlich auch mit dieser Folge gewesen sein. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!